Ja, hallo Leute, hier wieder euer Dozo mit Let's Read Skyrim und wir haben hier Herbanes Bestiarium und es handelt sich hierbei um die Hexenraben. Fünftens, Sonnenaufgang. Ich hörte eine höchst besonderliche Mär von einer wunderschönen jungen Frau, die mit Steinwürfen aus der Stadt gejagt wurde, da sie beschuldigt wurde, den dunklen Küsten zu huldigen. Okay, es heißt, sie sei nach Reach geflohen und niemals wieder zurückgekehrt, und das aus gutem Grund, denn die Teufelei ihrer Magie soll mit jedem Tag schlimmer geworden sein. Kurz danach wurde tief in den Bergen eine Hexe, halb Frau, halb Vogel gesehen, und je öfter das geschah, desto seltener wurde die junge Frau gesehen. Diese Meer brachte mich nach Reach, wo die Hexe haust, die sie Hexenrabe nennen. Schwert und Schild bereit, denn ich muss diese Kreatur finden und ich muss sie töten. 24. Sonnenaufgang. Einem durchschnittlichen Mann würde sich bei dem grausamen Anblick von mir der Magen umdrehen. Zuerst sah ich das Geflecht und Gebein, die menschlichen Schädel, die Schädel toter Ziegen und Aufpfählen vor Schmutz starrende Tierpelze, lose Eingeweide und blutverklebte Federn. Ich hatte schon gehört, dass die Abgeschworenen diese Hexenraben verehren und beschützen, und überall lagen ihre kleinen primitiven Gaben und Altäre für diese Hexen, auf denen trübe leere Seelensteine lagen. Welche widerwärtige Kreatur würde dort leben wollen, wo alles tot ist? Tiefer in der Höhle hörte ich es zuerst, ein unstetes Schlurfen, gefolgt von einem übelkeiterregenden, unvergesslichen Gestank. Ich warf meine Fackel ein Stück weiter voraus und wartete darauf, dass sich meine Augen an die Dunkelheit des Tunnels vor mir gewöhnten. Ich sah die Silhouette von etwas, was ich zunächst für eine zerbrechliche Frau mit einem ungelenken Gang hielt, doch das Licht der Fackel enthüllte etwas anderes. Dieser Hexenrabe war furchteinflößend, fast menschlich, jedoch eher eine monströse Verschmelzung aus Frau und Kreatur, nicht mehr als eine leere Hülle der Menschlichkeit, aufgegeben im Tausch gegen die Kräfte der dunklen Magie. Diese Magie richtete fürchterlichen Schaden bei mir an, und ihre stumpfen, glasigen Augen starrten voller Hass aus dem Gesicht einer alten Frau über einen verzerrten, verunstalteten menschlichen Körper, geschmückt mit schwarzen Federn. Das Wesen nahm eine drohende Haltung an und ließ ein durchdringendes Kreischen hören. Und als sich zwischen seinen Krallen ein leuchtend rotes Licht zu formen begann, konnte ich gerade noch meinen Schild heben und mich vor schändlichster Magie zu schützen. Ich kämpfte gegen eine Teufelei an, die mir das Leben zu rauben schien. Und der Gedanke, dass dieses Ding einst eine Frau gewesen war, schien an meinen Nerven zu zerren. Die meisten Männer hätten versagt, ich aber beugte mich nicht. Der Hexenrabe ist eine höchst abstoßende Kreatur und verdient sein Schicksal, und seine Klauen, die meine Trophäen sind, werden die Geschichte von Herebanes Triumph erzählen. Mir bleibt nichts übrig, als meine Reisen und Eroberungen fortzusetzen, denn ich habe doch noch nichts gesehen, das mich wirklich erzittern lassen würde. Das war ein kleiner Bericht zu den Hexenraben, Leute. Herbanes, ja, Bestiarium, Hexenraben. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ciao.